Vor allem, das Sounddesign ist auf jeden Fall Gameplay-relevant. Ist das hier nichts? Okay. Die dürften dann eventuell etwas lauter machen. Ist im Moment einfach nur ein wenig ruhig. Momentan ist eher etwas ruhig. Also Musik ist relativ wenig hier insgesamt. Aber dafür ist das Ambient, also der Ambient-Sound halt. Der absolute Stage-Killer. Den Stage-Master hier. Holz, nehme ich mit. Bretter und Nägel. Okay. Da ist eine Bärenfalle. Da ist auch ein toter Typ. Okay. By the way, rate mal, was ich mir heute zugelegt habe. Eine Vive? Oder eine Index? Okay. Nope. Erzähl. Solange es hier noch so peaceful ist und ich die Aufmerksamkeit dafür habe. Bretter und Nägel nehme ich mit. Das Haus. Hier finde ich den Eingang zu unterirdischen Tunneln. Okay. Microsoft Surface Pro, okay. Kenne ich, habe ich viele in meinem Studium benutzen das. Es ist gut für solche Geschichten. Oh, Bandagen! Super geiler Scheiß. Rote Schwammerl, nehme ich mit. Okay, hier ist eine Bärenfalle. Entschärfe ich auch gleich, weil ich brauche die Altmetalle. Ich möchte meine eigenen Bärenfallen haben. Hier ist ein Sack. Das sieht mir nach mehr als nur ein Sack aus. Brot! Essbar! Dietrich, weiß gar nicht. Essbar macht wahrscheinlich nur die, Oh, Benzin! Päckchen Zigaretten. Okay, so ein Päckchen ist das. Und Zündhölzer. Ich mache jetzt mal das weg, weil ich vermute mal, dass da hinten der Eingang ist. Yep. Ernten. Okay, Eingang zu den unterirdischen Tunneln. Boah, Alter, will ich jetzt in die unterirdischen Tunnel gehen? Jetzt? Ah, oh, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade gutes Loot gefunden. Also ich bin noch nicht so weit weg von zu Hause. Tür schließen. Ich könnte das Zeug noch schnell zurückholen. Ja, ich will da runter, aber jetzt noch nicht, glaube ich. So, hier ist nix. Was ist das hier? Kann ich das hier Barrikade? Ah. Okay. Über das Surface können wir nachher dann im Discord sprechen. Aber ich glaube, das passt jetzt gerade hier nicht rein. Okay, Herd, um Gegenstände umzuschalten. Alte Ehe, ne? Drücke, nichts passiert. Lüge? Game, ich bezichtige dich der Lüge. Oh, das ist eine Bärenfalle. Nehme ich mit. Jo, quatsch mal nachher. So. Hier ist die Leiche, von der wir immer wieder, die wir immer wieder sehen. Das heißt, das Haus ist gleich hier, gleich hier vorne. Sehr gut. Okay. Erstmal das Loot nach Hause bringen. Dietrich nehme ich mit. Die Pilze verarbeiten wir gleich. Hier ist jemand. Hier war jemand. Okay. Hier noch überprüfen. Ich habe gerade was gehört. Okay. Okay, da. Areas Peace. Okay. Nice. Altmetall kann ich hier lagern. Bretter lagere ich hier. Nägel lagere ich hier. Die Zündhölzer nehme ich jetzt nochmal mit. Die verarbeiten wir gleich. Dietrich, den Benzinkanister lassen wir auch hier. Das Brot nehme ich auch mal mit, den Dietrich nehme ich auch mit und die Pilze verarbeiten wir gleich.
Geht das von Horror ins Allgemeine oder bestimmte Richtungen wie Lovecraft? Also, allgemein sagt die Community, dass das hölzerne Lovecraft ist. Also, es ist nicht direkt Lovecraft, aber es ist ein ganz eigener Horror und der ist gut. So, auch da, wenn du auch nur mal das Zeug anschaust, was du so allgemein siehst, sieht sehr interessant aus. Gut, Bandage nehme ich mit, Brot nehme ich auch noch mit, Dietrich nehme ich auch noch mit. Gut. Es ist noch nicht Abend genug, das heißt, wir gehen noch weiter. Vielleicht gehen wir sogar runter in die, in den unterirdischen. Was ist das hier? Haben wir das schon angeschaut? Leiche? Nein, noch nicht. Benzin und Draht nehme ich mit. Okay. Hier ist noch eine Bärenfalle. Nehme ich auch mit. So, fertig. Hier ist das Holz vom letzten Mal noch. Das habe ich aber noch. Hier ist noch nicht alles durchsucht, glaube ich. Also das meiste ist durchsucht. Aber ich glaube, ich habe nicht alles mitgenommen. Genau hier. Steine, Holz und Nägel. Irgendwo hier ist ein Hund. In der Richtung. Okay. Hier ist soweit alles chill. Damn. Wollen wir da runter gehen? Noch ist hell genug für den Schmarrn. Auf das Vieh. Ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich gehe mal runter. Der Eingang führt zu einem unterirdischen Tunnel. Hineingehen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was da unten ist. Jetzt bin ich aber volle Kanne gespannt. Hier ist Licht bis zum gewissen Grad. Rucksack durchsuchen. 9 Volt Batterie, Brett und Motormagazin. Automagazin von diesem Jahr. Mein Inventar ist voll. Shit. Das hätte ich vielleicht noch machen können. Aber wir schauen uns erstmal trotzdem mal um. Dicke Holzpfosten können die nasse Erde und die verschlungenen Wurzeln kaum halten. Die Konstruktion sieht aus, als breche sie bald zusammen. Shit. Was zum? Ich dachte, das wäre irgend so eine Holzkonstruktion. Shit. Moment, ich muss mal kurz die. Okay. Was zur Hölle ist das? Der Teil des Gangs wird von wuchernden, verschlungenen Wurzeln blockiert. Holy shit, und ich weiß nicht, was für eine Zeit ist, wenn wir draußen sind. Okay, die Fackel. Die Fackel brennt doch weg. Gut, dass ich schon eine weitere hergerichtet habe. Okay. Da ist hell. Leiche durchsuchen. What the f? Was zur Hölle ist das? Merkwürdiges Fleisch. Das will ich natürlich haben, ne? Holy crap. Ist das der Anfang? Sind wir von hier gekommen? Nee. Alter, ich finde ja sie wie, sicherlich nie wieder raus. Hier ist es eine Tür. Panzertür. Untersuchen. Abgeschlossen. Diese Tür ist von einigen Wurzeln nach draußen. Was? Diese Tür ist mein einziger Weg nach draußen. Ohne meinen Schlüssel kann ich sie nicht öffnen. Den Griff ansehen. Oh, Alter, das ist laut. Der Griff der Luke ist von einer dicken Staubschicht bedeckt.
Er wurde seit mindestens 2 Wochen nicht mehr benutzt. Und dann geschnurrt die Staubschicht, okay. Dein Ohr an das Schlüsselloch drücken. Nein! 21, der Schlüssel. Ja, das ist derselbe Schlüssel. Das sagt er auch, dass das derselbe Schlüssel ist von... Also, durch das Schlüsselloch sehen. Okay, dann halte ich doch mein Ohr an. Ich bin nicht sicher, das ist eine falsche Entscheidung. Ich höre eine leise Stimme unter den Heulen des Windes. Sie klingt vertraut. Scheinbar kommt sie aus dem Schlüsselloch. Jemand ruft nach mir. Den Griff ansehen. Okay, das ist unser Weg nach draußen. Ich brauche meinen Schlüssel wieder. Wo ist der alte Mann? Oh, schau mal. Mein Inventar ist voll. Nein! Was kann ich wegschmeißen? Stein. Okay. Okay. Oh Gott. Ich muss raus hier. Alter, ich sehe nichts mehr. Ist das Staub? Ja, das ist Staub. Holy shit. Okay, hier ist die Leiche. Wo kommt das Brett jetzt daher? Also die Map hat sich geändert. Holy shit. Alter, what the fuck are you? Alter. Alter. Lass das Ding einen Schluck. Töte es! Komm schon, töte es! Töte das Tier, mach es tot, plus viel rot! Alter, meins ist auch gleich! Nein! Oh. Oh. Das Spiel ist älter als Stranger Things. Trockene Au. Merkwürdiges Fleisch. Shit, ich hab Zeug verloren. Alter, ich hab Haufen Shit verloren. Ich hab das Benzin verloren. Ah. Hardcore Shit. Aber gut, die Pilze haben wir da wieder. Okay. Adlerauge, ich kann weiter in die Ferne sehen. Einmal am Tag kann ich mich heilen, indem dass ich elektrisches Licht sehe. Einmal am Tag kann ich meine aktuelle Position auf der Karte erfassen. Heilende Pilze. Ich kann mich heilen, indem ich Pilze esse. Ah, welche Pilze, ne? Okay, aber... Schatten. Mich nachts in der Dunkelheit aufzuhalten, kann gefährlich sein. Okay. Ich nehme das Adlerauge. Ich hoffe, dass das nicht exklusiv ist, ne? Ich muss eine negative Eigenschaft wählen. Ah! Doch, das ist exklusiv. Boah, was ist jetzt... Ich weiß gar nicht. Droppe ich das Zeug, wenn ich sterbe? Ah, aber nehme ich jetzt das Sichtreichweite, die Mod... das Lichtregeneration oder die Karten? Also ich glaube, Karte auf der Navigation, das kriegen wir irgendwie hin. Ne? Aber... ja, ne? Ich glaube, Pilze... Regen hast du den Brunnen, denke ich auch. Also ich nehme das Adlerauge jetzt mal. Okay. Ich habe ein Level up. Ach, so ein Shit. Wir haben volles Inventar verloren. Na gut, aber ich nehme jetzt mal die Altmetalle und baue daraus was. Und genau. Kochzutat. Begrenzt haltbar. Ich kann das Zeug essen? Nee, nicht dein Ernst. Herzustellen, ich meine Werkbank aufzurüsten. Ich muss meine Werkbank erst aufrüsten. Okay, ich kann 10 Nägel und 6 Bretter. Das kriege ich hin. 10 Nägel habe ich auf jeden Fall. Bretter brauche ich noch ein paar. Ah, jetzt ist aber das Benzin weg. Das kotzt mich jetzt so an. Aber gut, ne? Leben sind aber voll.
So, genau, wie hole ich jetzt? Jetzt brauche ich noch Benzin. Moment, ich habe das Benzin alles in den Generator gekippt, ne? Ah, nicht ganz. Ein bisschen was ist noch da. Ich habe meine Fackel auf jeden Fall verloren. Aber das ist nicht so die Tragödie. Es ist zwar nervig und stressig, aber, ne? War bis zu einem gewissen Grad okay. So. Okay, 10 Bretter kriege ich hin. So, den Benzinkanister tue ich wieder zurück. Den schleppe ich garantiert nicht mit mir herum. So, dann Werkbank aufrüsten. Ich kann jetzt eine Bärenfalle bauen. Mehrere sogar. So, ich glaube, ich lasse mal 3 Bären fallen. Dann kann ich die sowohl vor den noch nicht verriegelten Fenstern hinstellen. Moment. Alter, das Sounddesign ist so geil. Das werde ich für mein eigenes Projekt verwenden. Also mit angucken, dass wie das funktioniert. Wie sie das gelöst haben. Okay. Mein eigenes Projekt hat ja auch so ein Field-of-View-System. Okay, das stelle ich hier auf. Okay, da wäre eine Animation schön gewesen. Vorsichtig, nicht dahin gehen. Das wäre praktisch ungesund. Okay. Okay. Das heißt jetzt, alle Fenster, die noch nicht verriegelt sind, sind zumindest schon mal mit einer Falle versehen. Das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt die Bretter und ich kann jetzt mal die Crafting-Rohstoffe mal. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, wenn ich hier dran vorbeigehe, ne? Das wird mir sicherlich noch 2, 3 Mal passieren, dass ich immer vorbeigehe und dann da, 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 und dann FAMP! Ne? Das wird mir noch garantiert ins Bein pinkeln. Oder in dem Fall ins Bein beißen. Merkwürdiges Fleisch, genau, das ist jetzt schon halb verrottet. Das heißt also, ich sollte jetzt mal gucken, wie man das kocht. Ne? Genau hier. Okay. Was hat das jetzt getan? Das hat die Dosis leicht erhöht. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, um 4, um 12, glaube ich, weil wir hatten vorher 0, ne? Okay, das wird lustig. Huhuhuhu. So, sollte ich jetzt nochmal rausgehen? Also, ich brauche nochmal eine Fack. Ich brauche. Alter. Ich habe kaum noch. Eine Fackel ist teuer. Okay, die Fackel zu verlieren, das ist doch ein bisschen härterer Scheiß. Alter, da brauche ich noch Benzin für. Und genau, Zündhölzer brauche ich noch. Wo sind meine Zündhölzer? Ich hatte doch. Habe ich die jetzt auch verloren? Ich habe alle meine Zündhölzer verloren. Kann ich die craften? Nee. Shit. Big time shit. Ich habe keine Lichtquelle mehr. Shit, den Alkohol lasse ich dann auch besser hier. Dann nehme ich die Steine mit. Können wir zumindest schmeißen. Der Alkohol muss dann hier bleiben. Das Brot ist essbar. Vielleicht kann ich das auch verkochen? Nee. Aber ich kann damit wahrscheinlich mein Leben wieder regenerieren, wenn ich es dann mal brauche. Shit. Okay. Das ist jetzt natürlich Mördermist. Okay, ich muss jetzt noch irgendwo Zündhölzer auftreiben. Und das muss ich machen, solange es noch Tag ist. Ich glaube sowieso nicht, dass wenn das mehr lange ist. Das heißt, allzu weit können wir sowieso nicht weg. Alter, was ist das für ein Baum? Okay. Mit den Pilzen kann ich auch nicht interagieren, ne? Nee. Nicht wirklich, nee.
Okay, ich gehe in die Richtung. Ist es zu Hause? Ich soll. Das sieht aus wie ein Mund.